Sie ist promovierte Internistin, hat unter Präsident Obama federführend gegen AIDS gekämpft und nun gehört Deborah Briggs zu den wichtigsten medizinischen Experten der Regierung Trump. Am Donnerstagabend musste sie sich sichtlich gequält seine Ideen im Kampf gegen Corona anhören. So, supposing we hit the body with a tremendous, whether it's ultraviolet or just very powerful light, and I think you said that hasn't been checked, but you're going to test it. And then I said, supposing you brought the light inside the body, which you can do either through the skin or in some other way. And I think you said you're going to test that too. Sounds interesting. Präsident Donald Trump nutzt seine Briefings im Weißen Haus vor allem, um immer wieder zu betonen, wie er die Corona-Krise frühzeitig erkannt und entschlossen bekämpft habe, obwohl das bekanntermaßen nicht der Wahrheit entspricht. Für die anwesenden Wissenschaftler und Fachleute ist das nicht immer einfach zu ertragen. Right, and then I see the disinfectant, where it knocks it out in a minute, 1 minute. And is there a way we can do something like that by injection inside or almost a cleaning? Because you see it gets on the lungs and it does a tremendous number of the lungs. So it'd be interesting to check that. So that you're going to have to use medical doctors with. But it sounds interesting to me. Deborah Briggs hört Trumps Äußerungen artig zu. Dem unberechenbaren US-Präsidenten will sie offensichtlich nicht öffentlich widersprechen. So we'll see, but the whole concept of the light, the way it kills it in 1 minute, that's pretty powerful.